Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 des Y-Casts. Heute mit einem wundervollen Team, dem wunderwundervollen Florian. Hallo. Und dem noch wundervolleren Lars. Oh, jetzt werde ich ja fast schon rot. Zum Glück sieht man das nicht. Wir wollen heute mal über etwas Altbekanntes, was sehr, sehr viele Ältere unter euch noch kennen, Demos und Shareware reden. Viele erinnern sich ja noch daran, damals gab es in jeder Zeitung, bevor das Internet groß wurde, dieses Internet, dieses Neuland, gab es auf CDs in Zeitungen, da waren Patches drauf, da waren Demos drauf, sehr viele Demos sogar. Also ich habe letztens mal wieder welche in der Hand gehabt. Und darüber wollen wir heute mal reden und fangen, denke ich mal, bei Shareware an. Das ist genau. So mehr die kleinere Nische, würde ich sogar sagen, eigentlich. Ist auch eigentlich schon fast ein bisschen veraltet, wenn man so sieht. Genau. Es war veraltet und es kommt jetzt in andere Form ein bisschen neu. Und da der Lars schon vor der Aufnahme im Rededrang war, darf der Lars jetzt auch gerne anfangen. Genau, also Shareware kennt man besonders eben, das war in den, darf ich sagen, Ende 80er und Anfang 90er, ja, so bis Mitte der 90er ungefähr, war das auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet. Die meisten werden es heute nur noch kennen, unter anderem bei Sachen wie WinRAR. Ja, WinRAR kennt jeder, denke ich. Ja, dieses nervige Fenster. Wollen genau. Sie es kaufen? Nein! Genau, und was eben der Unterschied jetzt ist zum Freeware oder eben auch zur Demo, ist eben, dass die Shareware sozusagen, ja. 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 Die benutzt werden kann, wie eine Freeware. Aber eben dann registriert werden sollte. Normalerweise eben nach 30 Tagen. Also ich habe hier die Wikipedia offen. Ich weiß, viele sagen, Wikipedia. Vor der Aufnahme hat der Flo das so wunderschön vorgelesen, aber er wollte es nicht. Ehrlich gesagt gewartet, Flo, möchtest du es nochmal vorlesen? Du hast das so wundervoll. Jetzt muss ich die Seite wieder aufmachen. Ich kann es auch vorlesen. Also ich habe es gerade vor mir. Die Definition einer Shareware. Shareware ist eine Vertriebsform von Software, bei der die jeweilige Software vor dem Kauf getestet werden kann. Eingeführt wurde die Bezeichnung von bla bla bla, einem der ersten Mitarbeiter der US-amerikanischen Computerfirma Microsoft. Hoho, cool. Üblicherweise ist es bei Shareware erlaubt, die Software in unveränderter Form beliebig zu kopieren oder zu verteilen. Jedoch im Gegensatz zu Freeware mit einer Aufforderung, sich nach einem Testzeitraum üblicherweise 30 Tage beim Autor kostenpflichtig registrieren zu lassen. Mhm. Ja, und das jetzt steht hier noch so viel über Shareware, aber ich kenne es halt, wie gesagt, auch von WinRAR. Ja, das so dieses ist so der Klassische. Klassiker. Ja. Wollen Sie es kaufen? Nein. Möchte ich nicht, weil wenn ich diesen Knopf drücke, kann ich es weiterhin kostenlos benutzen. Tja. Ich kenne es aber auch, früher gab es so diese Programme, wie dieses, wo das mit dem Internet aufkam, Adware, Spyware-Programme, gab es sehr viele Shareware, wo dann stand, und wenn Sie jetzt für 10 Euro diese Lizenz kaufen, dann kriegen Sie einen Knopf mehr. aber so muss ich ganz echt zugeben, kenne ich nicht so viel Shareware von früher. Dann nee, ich auch nicht. Würde ich jetzt gleich mal hier ein paar Begriffe reinwerfen. Ich meine, eine der bekanntesten Shareware-Sachen wird wahrscheinlich Doom sein. Das war Shareware? Doom war, die erste Episode war Shareware. Klar, deswegen ist die auf dem Raspberry auch als Shareware angegeben. Ja, natürlich. Aha. Jetzt weißt du doch, Halloween Harry, Jill of the Jungle, diese ganzen Apogee-Games damals, das war eigentlich alles, auch der erste Duke Nukem, also das allererste Sidescroller, ja. Ach was. Das ist alles Shareware. Ach was, krass. Echt jetzt? Krass. Ja, und das Witzige ist eben, du hattest da zwei Möglichkeiten. erstens mal, du konntest halt nur die Shareware spielen. Oder du hast es eben registriert. Da war dann meistens eben, also du konntest damals noch, war noch sogar noch vor dem Internet, hast du halt dann entweder eine Anzeige gesehen, oh, das gibt das Spiel, dann konntest du dir erstmal die Shareware bestellen. Und das kam dann per Post zu dir. Oh Gott, der Post. Eben noch auf Diskette, genau. Geil. Auf Diskette. Und das Schöne war halt wirklich dann, viele Spiele gab es erstmal gar keine Boxfassung. Also ich weiß zum Beispiel gerade eben so, wie ich gesagt habe, die Apogee Games oder eben Duke Nukem, die gab es erstmal gar nicht so im Laden zu kaufen. Ja? Die haben wirklich dann also einen Direct-Vertrieb gemacht. Die Firmen haben gesagt, okay, du schickst denen eben das Geld zu und die schicken dir dann die Box. Und da das kenne ich. Dann die volle Fassung drin. Als Kind hatte ich das mal mit einer Diskette über irgendein Spiel. Ja. Das hat ich glaube, eine Mark oder zwei Mark Porto nur gekostet, dann hast du eine Diskette bekommen, da war ein Shareware-Spiel drauf von irgendeiner Werbefirma. Ja, richtig. So ist das gewesen. Und deswegen hat das einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt, weil ihr seht schon, das zieht sich heute noch durch mit Doom und Co. Ja. Ja? Weil gerade solche Titel, die findest du jetzt halt überall jetzt auf, sag ich mal, ja, solchen Plattformen, ja. Weil es eben weiterhin vertrieben werden darf und halt eben auch kostenlos weitergegeben werden darf. Das ist eben das Schöne dran. Natürlich wird man heute einen Teufel tun und sagen, okay, ich lasse die Shareware registrieren, das funktioniert ja auch gar nicht mehr so. Ja, klar.
die inzwischen natürlich alle normale Vertriebswege haben, aber das ist eigentlich schon so die klassische Shareware, wenn man so sieht. Okay. Sehr interessant. Aber wenn da steht, man darf sie in unveränderter Form beliebig kopieren, darf man das bei einer Demo nicht? Das ist nämlich genau der Punkt. Eine Demo ist normalerweise eine abgespeckte Form, ja, von dem Hauptspiel. Also ich sag mal, wenn ich jetzt auf moderne Sachen nehme, dann ist es zum Beispiel bei Offline-Titeln entweder ein komplett neues Level. Das ist die perfekte Form einer Demo, sag ich mal. Die halt dann wirklich so sogar noch einen Bonus gibt für die Leute, die sowieso kaufen wollen. Ja? Die eben nicht im Vornherein schon irgendwas wegnimmt. Ansonsten hat man natürlich ganz klassisch das erste Level. Ja. Und das ist dann im Endeffekt das Problem, das ist, glaube ich, irgendwie lizenzrechtlich ein bisschen anders geregelt. Das okay. Kann ich aber auch nicht genau sagen. Also ich kenn's noch so. Auf jeden Fall mit zusammen, ja. Eine Demo, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, die ich wirklich sehr behalten habe, war die Call of Duty Modern Warfare Demo vom Teil 4 war das ja sozusagen. Wurde ja, da hatte ich noch meine eigene Homepage und alles und haben wir die zum Download angeboten und die Leute haben mir halt meinen Server tot gemacht. Also ja, die war so beliebt, diese Demo, und die Leute haben die stundenlang gespielt. Auf meinem PC lief das leider nicht, aber prinzipiell ist es ja so, der Podcast hat ja den Sinn, dass wir eigentlich sagen, ja schade, eigentlich, dass es nicht mehr so viele Spiele gibt, wo Demos dazukommen. Also es gibt schon richtig, noch große Spiele wie FIFA oder Pro Evolution Soccer, aber es wäre schon bei sehr, sehr vielen anderen Spielen sehr wünschenswert, wenn man da wieder mal eine Demo dazu hat, weil dann würde das die Kaufentscheidung sehr viel einfacher machen. Genau, und das ist jetzt nämlich das Problem, wollte ich gerade sagen, dass es früher halt so war, ich sag mal, ich sag jetzt mal bewusst die Pre-Internet-Generation, ja, also die wirklich Anfang der 90er gesagt haben, ich will jetzt hier ein Spiel testen, ja. Die hatten halt keine andere Möglichkeit, deswegen waren eben die Heft-CDs auch so beliebt, ja, weil, kann man sich vorstellen, kein Download, wie kriegt man dann Patches? Ja, ich schreibe dem Entwickler an, dass er mir eine Diskette oder sowas zuschickt, ja, das ist halt wirklich lächerlich. Wenn man heute jetzt denkt, ne? Weil erstens mal Postweg, zweitens Porto, drittens kommt's überhaupt an, wann kommt's an, ist die Diskette vielleicht irgendwie kaputt gegangen unterwegs? Ich meine, alles nicht so toll. Ja, klar. Ja? Und jetzt bei CDs danach war halt das Tolle, du hast halt dann eben Updates, Patches, alles drin gehabt, ne? Und das ist halt einfach nicht mehr so. Deswegen haben die Leute gesagt, ja, jetzt mit YouTube und Co., so ungefähr. Ja, gut. Das ist, ja, es ist schon ein Ersatz, aber halt, selber spielen macht schon mehr Spaß. Finde ich eben auch. Das ist aber eben, ich finde, das ist so ein bisschen eine Generationensache fast schon, ja? Das ist so ein bisschen das Problem, denke ich. Und, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich noch ein Anekdötchen erzählen, aber Flo, sag mal, deine Demo-Erfahrungen, was war denn so deine Lieblingsdemo? Es gab ja immer so Spiele, die hat man ja immer wieder mal angefasst, weil die total cool waren, und wenn das nur eine Demo war, aber es hat total viel Spaß gemacht, wenn es so 10 Minuten ging. Ja, genau. Wenn ich das jetzt noch wüsste, ich kann es dir beim besten, ich überlege schon die ganze Zeit, was war meine erste Demo? Ich weiß es nicht mehr. Das ist muss nicht die erste sein, aber zum Beispiel, das nannte sich Viper, diese Demo, und das war ein Rennkurs mit einer, Dodge Viper. Und die hatte aber volle Physik, also die hatte ein Schadensmodell, aber dieses Schadensmodell hatte sich nicht auf Teile bezogen, sondern das war halt der Klotz, und der hatte ein komplettes Schadensmodell, das heißt, wenn man gegen einen Stein gefahren ist, hat sich die komplette Karre verformt. Und da gab es einen Knopf, da konnte man die Physik austricksen im Spiel, da ist die Karre in die Luft geflogen wie ein Luftballon und ist dann wieder auf den Boden geknallt, und das habe ich so oft gemacht. Ich habe die länger gespielt, und als mir dann meine Eltern die Vollversion gekauft haben, haben die das alles so komisch umgeändert, dass es dann keinen Spaß mehr gemacht hat und ich das Spiel nie gespielt habe. Lustig, weil du wirst lachen, ich habe jetzt gerade sogar wirklich so ein Flashback gekriegt von zwei Sachen. Erstmal, als du es erwähnt hast, was ist denn jetzt deine erste Demo gewesen, ne? Erste Demo bei mir war wirklich, wo ich mich dran erinnern kann, in der PC Games damals noch mit Diskette, Desert Strike. Auf Diskette. Strike sagt mir irgendwas. War eben ein Level, und das war wirklich dann halt schon echt der Hammer. Und dann zwei andere Sachen, die mir noch eingefallen sind. Auch Leute, die jetzt nicht so viel mit PC zu tun haben. Das gab es ja natürlich auch auf Konsole. Ja? Ja. Gerade jetzt hier die PlayStation 1 Ära, ja, also da ging es schon los. Die hatten ja eben diese PlayStation Demo Discs. Genau, das kenne ich noch von der PS2, die konnte man sich online bestellen. Ja, richtig. Das ist nämlich genau der Punkt. Oder du konntest die im Laden auch teilweise mitnehmen. Ja, genau. So, und hattest dann halt eben Trailer und halt eben ein paar Level von den Spielen. Und kleine Anekdote noch, weil es halt eben sehr interessant ist, werden wir jetzt gleich darauf zurückkommen, warum jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Ich glaube, bei einem Crash Bandicoot, ich glaube beim Teil 2 oder Teil 3, war es sogar witzigerweise so, dass auf einer von dieser Demo-Discs das komplette Spiel drauf war. Es war nur eben rausgelockt. Ja. Okay. Und mit dem Action Replay konnte man aber wiederum im Nachhinein das komplette Spiel schon freischalten. Und das haben eben Leute rausgefunden, bevor das Spiel im Laden war. Das gab es aber bei sehr vielen Spielen damals. Viele Spiele wurden einfach nur
künstlich begrenzt. Genau, GTA und, 1. Ja, genau. Und dann konnte man über einen Trainer bzw. Hack konnte man das entbegrenzen. Genau. Und dann konnte man das ganze Spiel für lau spielen. Halt eben das Problem, denke ich eben, das werden auch viele gesagt haben, ja, wir wollen das nicht. Andererseits ist eben das Problem, wie ich schon sagte jetzt hier, mit Extra-Demo, ja, dass eben das natürlich ein Aufwand ist. Und wer macht das schon, ne? Oder richtig, allein schon eine Demo zu machen, sage ich mal. Das ist halt ein Aufwand. Ja. Und die sagen sich heute lieber, ja, warum sollen wir das machen? Die Leute kaufen es oder sie kaufen es halt nicht, so ungefähr. Aber und, ich finde auch, dass ein Spiel, was keine Demo hat, so zu Anfängen, wo sie angefangen haben, diese Demo abzuschaffen, bin ich immer noch der Meinung, dass die Raubkopien dadurch ein bisschen in die Höhe geschossen sind. Weil die Leute dann gesagt haben, ja, wenn ich keine Demo mehr bekomme, dann muss ich es mir halt erstmal raubkopieren und wenn es mir dann gefällt, dann kaufe ich es mir. Ja, vor allen Dingen, ich denke auch, der nächste Punkt ist da sehr interessant, dass die Raubkopien nach oben gegangen sind, sondern ich denke mal, wieder so eine Zeitgeschichte. Ich meine, wir kennen das alle drei, wir haben es nämlich alle drei mitgemacht aktiv, und zwar Online-Spiele, speziell eben dann Online-Rollenspiele. Ja, ja. Die waren das Nächste. Du warst eh immer online, das heißt, du brauchtest da im Endeffekt keine großen Kopierschutz, weil du bist ja eh immer online gewesen. Dadurch hattest du schon den Kopierschutz. Und was da eben interessant ist, da haben sie dann ja angefangen, naja, ich soll sagen, so eine Art Trial-Zeit zu machen, entweder Level begrenzt oder eben zeitlich begrenzt. WoW-Starter. Level, genau. Ja, das kam, aber WoW-Starter kam erst viel später halt, ne? Ja, ja, aber das ist eben genauso der Punkt. Ich kenn's auch noch von Ultima Online, da hattest du, als du dir das Spiel gekauft hast, Laden, das war nämlich das Witzige dran, du hast das Spiel gekauft und hattest dann halt eben den freien Monat. Das ist ja auch das im Endeffekt, was jetzt auch immer mit dabei ist. Genau. Diese 30 Tage, ja. Würde ich auch so ein bisschen als Demo sehen, wobei da das Problem ist, man zahlt dafür ja schon. Ja, und das ist ja jetzt gang und gäbe geworden, dass die Hersteller sagen, okay, wir hauen die Alpha raus oder die Beta und dafür bezahlt ihr jetzt schon Vollpreis. Stimmt. Und dürft das Spiel testen dafür, dass ihr bezahlt habt und so. Das ist auch der Punkt, genau, da kann man jetzt erstmal differenzieren zwischen einem Early Access, weil eigentlich ist ein Early Access eine Art Demo. Ja, eben. Ja? Und dann eben diesen, ich nenne es mal, diesen Marketing-Betas, wie es jetzt eben die großen Firmen machen. Ne? Aber doch auch keine klassische Demo, weil die Demo war ja eigentlich schon das fertige Spiel, ne? Richtig, genau, das ist das Problem eben, dass die Demo normalerweise eben schon auf dem Code der Goldmaster zumindest basiert. Richtig, ja. Echt, okay. Also, ich dachte immer, das wäre noch etwas Unfertiges. Oftmals, nicht immer, Demos waren oftmals. Waren wirklich oftmals schon das fertige Game, beziehungsweise das erste Level halt von dem fertigen Spiel. Ich erinnere mich noch als kleines Kind, meine allererste Demo, die ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, Anno 1602. Beispiel, ja, genau. Da siehst du eben auch schon wieder, was das für ein Zeitraum ist, ne? Ja, krass, eben. Und wenn ich mich recht entsinne, hatte die PC Action damals einen DOS-Launcher, wo dann die komplette CD in DOS gestartet wurde und dann hattest du da so ein riesenschönes designtes Menü, richtig, genau. Ja, ja, das hatten die. Das war cool. Da habe ich erst einmal Forsaken die Demo gespielt, als kleiner Bub, und ich hatte total Angst. Ich habe mir jetzt gerade ein paar alte Covers angeguckt von der PC Games von 94 ungefähr. Das war so auch, also meine Zeit mit Alone in the Dark 3 und sowas. Jetzt kommen so langsam die alten Gedanken wieder hoch. Das war echt gruselig. Doppelt gruselig, ja. Als Kind war das. Aber die Frage ist immer, warum haben sie damit aufgehört? Ich garantiere dir, es liegt an zwei Sachen. Erstens mal, weil vielleicht auch gar nicht mehr so die Nachfrage da war, weil die Leute blind gekauft haben. Und zum anderen eben, also zum Beispiel eben Online-Spiele, denke ich ganz klar. Ja, da ist halt das einfach so. Das ganze Internet hat es doch völlig unnötig gemacht. Ganz ehrlich, jetzt das mal so zu sehen, ich habe mich immer auf die PC Games gefreut, weil da die neuesten DirectX-Driver drauf waren. Richtig, sowas. Genau, Driver-Updates waren alle auf CDs und sowas. DLCs. War immer auf CDs dabei bei der PC Games, PC Action, wie sie alle heißen. Ots. Dafür habe ich die gekauft halt. Ja, geht doch. Und das kriege ich jetzt alles im Internet. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, diese ganzen, entschuldigt die Aussprache, Scheiß-CDs liegen bei mir nur noch rum und ich brauche sie nicht mehr. Ich habe auch so eine Spindel, ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir Hefte, also im Abonnement oder sowas, nur noch ohne CDs oder so zu bestellen, weil ich die CDs nicht mehr brauche, weil das Internet mir alles gibt, was ich brauche. Ja, genau. Und leider auch alle Infos, die schon im Heft stehen. Ne? Und vor allem Dinge eben auch schneller, das ist ja der Punkt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Punkt? Richtig. Es war Anfang der 2000er muss es gewesen sein. Also Counter-Strike 2.11. Ich habe mit Counter-Strike 2.11 angefangen. Und da war es eben dann auch so, ja, die neueste Fassung, die war dann eben sozusagen auf Disc drauf, hat es geheißen. Aber dann gab es dann schon die neue. Ja, siehst du? Ja, also das war das Problem. Das kenne ich noch von WoW. Und das kann man sich dann sparen halt, ne? Ja, genau, kann man sich sparen. Deswegen denke ich eben, um nochmal auf die Demos eben zurückzukommen, das ist genau der Grund. Aufgehört. Ja.
Aber ich sehe zum Beispiel hier, ich habe gerade eine PC-Action-Demo-CD, so ein Cover von Erste 99. Ja. Und dann steht da Windows 95 CD-Menü und dann Demo des Monats King's Quest 8, King's Tomb Raider 3 und Siedler 3. Okay. Und dann hast du da zum Beispiel Tools und Hardware dabei. Dann hast du den Acrobat Reader, den Caesar 3 Editor, Kratos 2, DirectX 6.0 für Windows 95. Ich glaube, der Acrobat Reader war immer drauf, oder? Ja, ja. Nichts drauf war, Acrobat Reader war immer drauf. WinZip, die 3DFX Banshee, OpenGL Update und... Ja, das ganze Zeug. Aber da seht ihr auch wieder hier, wie lange sich das eigentlich schon durchzieht, gerade auch mit Shareware jetzt. Also WinZip ist ja auch Shareware eigentlich. Uralt eigentlich, ja, richtig. Verbreitet sich ja auch wie... Best fast schon, hätte ich gesagt, weil das halt eben wirklich so diese Essentials sind, wo es auch immer noch keinen, sag ich mal, nennenswerten Ersatz gibt, weil das halt eben den Standard, ich würde schon sagen, wirklich den Standard gesetzt hat, Ich meine, du benutzt das ja heute noch. Ja, richtig, und da seht ihr aber auch, dass ihr eigentlich überall Shareware habt. Ne? Ja, richtig, ist immer noch im Umlauf. Wird sich auch nicht ändern. Definitiv, nö, wird sich auch nicht ändern. Irgendwie Windows würde ein eigenes Programm mal ins Betriebssystem einbauen, dass man es nicht mehr bräuchte halt. Ja, aber, genau. Ne? WinZip hat es ja. Das ist ja der Punkt. ZIP kannst du ja schon aufmachen mit Windows, aber ich finde das halt eben sehr interessant, wenn man jetzt einfach sich nochmal die Zeitlinie anschaut, warum es eben so ist mit Demos. Mhm. Prinzipiell muss ich aber auch sagen, wenn ich habe zum Beispiel jetzt von der ZIP eine Demo-Liste, so eine Top 100 der Spiele-Demos, Downloads der Woche. So. Auf Platz 1 ist FIFA 17. Okay. Auf Platz 2 ist der Euro Truck Simulator, dann kommt der Bus Simulator und dann fängt das aber schon so an. Microsoft Flight Simulator X, wie alt ist der jetzt schon? Ja klar, das siehst du auch schon. 2010, klar, oder? 2010 ist doch X. Noch älter, glaube ich, so, aber 10 Jahre kann sein. Und dann nur so Sachen und wenn du Age of Empires 2 Demo auf Platz 19. und dann gehst du immer weiter runter, dann siehst du eigentlich, wie die Zeit, wie es immer weiter zurückgeht und immer weiter zurück, was ich sehr schade finde. Also natürlich, jetzt hat man die ganzen offenen Betas und hier und wenn du PlayStation Plus Mitglied bist, darfst du das spielen und auf der Xbox darfst du zum Beispiel Ark Survival Evolved eine Stunde testen, die volle Version. Gutes Stichwort, fällt mir gerade ein, danke. Ja. Kann ich da kurz einhaken? Natürlich. Was nämlich jetzt eigentlich auch ganz interessant ist, wir haben jetzt gerade soeben schon eigentlich so den Konsens ja gehabt, Demos gibt es nicht mehr großartig. Demos sind out und Demos braucht kein Mensch. Also mal so ganz grob gesagt, ja? Ja. Rein, wenn man darüber nachdenkt. Jetzt überlegt aber mal, er hat jetzt gerade eben hier gesagt, eben die Demos, schaut doch mal EA an jetzt hier mit EA Origin, ja? Ja. Early Access gibt es doch auch, oder teilweise, dass du sagen kannst, ich kann jetzt hier die ersten 10 Stunden spielen schon. EA Access, ja. Ja, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Das ist halt ein Early Access eben. Richtig. Und der Early Access ist im Endeffekt schon wieder so eine Art Demo. Ich habe zum Beispiel aber die lassen sich ja auch super bezahlen, ja, diesen Early Access. Ich hatte mal einen Code gekriegt, das war auf der Xbox für, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich war so und so viele Jahre, glaube ich, angemeldet oder was. Mhm. Und da gab es dann eben einen Code für EA Access einen Monat. Das heißt, ich konnte mir dann auch erstmal hier, ich habe mir das neue Need for Speed eben da mal angeschaut, 10 Stunden spielen. Für wie viel Euro? Ich glaube, ein Monat kostet sogar nur 3 Euro oder so. Also es ist wirklich so ein Abo, so ein kleines. Okay, ja gut, dann eine Heftzeitschrift kostet mittlerweile auch 6 Euro. Und ja, da siehst du. Und dann ist das ist okay. Aber das Interessante dran, wenn man jetzt das sieht, dass es ja sowas dann doch noch gibt. Aber es ist dann wirklich schon wieder so ein anderes, würde ich sagen, anderer Hintergrund, ne? Es ist schade. Aber definitiv. Aber das ist, Ich meine aber auch ganz ehrlich, sorry, wenn ich da so reingrätsche, aber jetzt mal bloß um aktuelles Spiel jetzt aufzugreifen, zum Beispiel No Man's Sky. Ja. Hätte sich das Verhalten der Menschen, also dieser ganzen User, geändert, wenn man gesagt hätte, okay, man kriegt mal hier eine Demo zu sehen, zu spielen? Hätte das dann nicht so einen fucking Shitstorm gegeben, wie es ihn gegeben hat? Frage, also ich würde auch fast sagen, schwer zu sagen. Kommt auf die Demo drauf an. Kommt wie weit hätten sie die Demo laufen lassen? Hast du eine Zeitbegrenzung oder hast du eine Levelbegrenzung, wo du dann irgendwann darfst zweimal warpen und dann ist vorbei oder so? Oder eben, dass es halt im blödsten Fall, das ist nämlich der nächste Punkt, wir haben ja eben einen Podcast schon mal drüber geredet, dass es vielleicht sogar eine Demo ist, die eben noch auf dem anderen Quellcode basiert, bevor eben die Wasserkatastrophe war und alles erstmal weggeschwemmt hat, ne? Das ist halt dann wirklich, ne? Ja, klar. Ich hatte immer so das Gefühl, halt mit einer Demo ist man als Endverbraucher eigentlich, also mehr auf der sicheren Seite, was man kauft halt nicht die Katze im Sack. Weißt? Natürlich. Das ist es eben, ja. Also zum Beispiel, gutes Beispiel jetzt für eine Neuzeit-Demo ist Odin Sphere auf der PS4. Okay. Ja, genau. Habe ich mir die Demo runtergeladen, habe die Demo ungefähr 10 Stunden lang gespielt, obwohl es nur ein ganzes Level war. Ja. Und habe dann gesagt, ich brauche das Spiel unbedingt, ich brauche es. Ja, ja. Jetzt habe ich die Collector's Edition hier stehen und habe es noch nicht gespielt. Was?
Mir ist gerade eingefallen. Er hat gesagt Konsole. Also mir ist auch aufgefallen, tendenziell findet man das eher auf Konsole. Mittlerweile ja. Bei Steam gibt es das aber auch. Aber eben, sag ich mal, auch nur bei gewissen Titeln. Ne? Also nicht bei jedem. Bei, sag ich mal, den kleineren Titeln kannst du es komplett vergessen. Also Indie-Titel fallen komplett durchs Raster, ist ja klar, ne? Weil die können sich das eben gar nicht leisten, eine Demo zu machen, beziehungsweise sie verkaufen es halt als Early Access dann. Aber man kann bei Steam sogar auswählen, dass man eine Demo sucht. Genau, das ist es eben. Aber grundsätzlich, es ist schon so, dass man zumindest nicht mehr die Demo so im Fokus hat. Ja. Nee, definitiv nicht mehr. Was sehr schade ist, weil damit hätte sich die Spielebranche einige Schwarzkopien oder Raubkopien erspart, mit Sicherheit. Ah, beziehungsweise das Problem ist sogar eher noch, glaube ich, dass ich glaube, die Demos sogar meistens erst danach rauskommen. Viele, viele Demos kommen erst nach raus, nachdem das Spiel draußen ist. Was sie, ja, sie haben es irgendwann mal gedreht, aber vorher war es eigentlich immer so, erst die Demo, dann mal das Spiel. Weil am Ende einer Demo weiß man eigentlich immer, schillert da einem entgegen, ja, das Spiel kommt am irgendwann 8. November. Richtig. Und dann könnt ihr das da kaufen und du warst schon total gehypt und musstest die Demo gleich nochmal spielen, weißt du, geil, oder? Ja, genau. Richtig. GTA war es bei mir. GTA 1 habe ich Day One gekauft damals, weil eben diese Sandbox, ich fand die damals so toll. Ja, das war einfach so ein Punkt. Es war halt zeitlich begrenzt. Aber wenn man sich jetzt so durch die Demos crawlt, ja, es gibt von Payday 2 eine Demo, es gibt von Pro Evolution Soccer wieder, Final Fantasy, Serious Sam. So, dann kommt The Crew, gibt's eine Demo? Ja. Dann hört das aber auch schon wieder auf. Aber gutes Stichwort, weil du gerade gesagt hast, hier Demo. Ich muss aber jetzt wirklich auch mal zwei positive, oder sagen wir mal drei positive Beispiele bringen. Ja, wir hacken ja jetzt nicht auf der Demo drauf rum. Nee, richtig, aber eben, es gibt wirklich auch richtig positive Beispiele. Es gibt zum Beispiel hier Final Fantasy, wie du es gerade gesagt hast, ist mir das gerade eingefallen. Final Fantasy 15 hatte jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Demos, ich glaube zwei waren es, und die waren unterschiedlich auch. Ne? Die zeigen unterschiedliche Aspekte des Spiels. Ich meine, kann man sich vorstellen, Final Fantasy wird wieder ein episches, mega JRPG-Monster. Ja. Und dementsprechend hast du da unterschiedliche, ja, Punkte, sage ich mal, wo du im Spiel einsteigen kannst. Stimmt, da gab es verschiedene Demos. Genauso bei Nioh heißt das Spiel. Das ist so eine Art japanisch-feudales Dark Souls wird es, sag ich mal. Also ein ähnliches Kampfsystem. Mhm. Okay. Und der dritte Punkt war, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Ach, das Alter. Resident Evil, genau, Resident Evil. Ja. Was ja auch dann gleichzeitig jetzt als VR-Demo wahrscheinlich gehen wird, weil, haben sie schon gesagt. Resident Evil, stimmt, gab es ein Update, ne? Wird, genau, Resident Evil wird VR unterstützen und da denke ich sehr, sehr stark, dass das dann jetzt eben der Punkt ist, wo das dann einsetzt. Die Frage ist jetzt, weil du sagst VR und generell, sagen wir mal so, für was für Spiele würdet ihr euch, hättet ihr euch dieses Jahr eine Demo gewünscht, bevor ihr sie gekauft hättet? Ein Spiel, Homefront The Revolution, aber dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Ja, bei mir war es Division. Ich hab's nicht gekauft, ich habe eine Testversion gehabt und Entschuldigung. Furchtbar. Ja, Division war der größte, also sorry, der für mich. Hab ich mir angeguckt, also ich hab's mir extra, in der Beta angeguckt, es gab ja vorher Open Beta Tests und sowas, da hab ich's mir angeguckt. Da war das total super, ich fand's echt super. Ich hab den Hype nicht verstanden, tut mir leid, ich hab's nicht verstanden. Ich fand's total nett, diese. Ja, weißt du, der kleine Bruder von weißt du. Und dann hatten es alle und dann stand ich im Expert vorm Regal und dachte mir, ach, du musstest jetzt auch, uns haben ja alle. Das haben wir alle. Wir sind wieder beim Thema Hype, ne? Eigentlich. Ja, genau, da sind wir wieder beim Teil Nummer 8 vom Y-Cast. ich wollte aber noch irgendwas sagen und hab's total vergessen. Was sehr schade ist, weil es war irgendwas. Stimmt, mir fällt es wieder ein. Also, Demos. Nintendo hat ja sehr, sehr viele Demos noch über seine Titel im Angebot. Die sind eigentlich so einer der wenigen Hersteller, die wirklich noch sehr viele Demos für ihre Titel rausbringen. Mhm. Und das Schöne ist sogar, dass sie zum Beispiel bei Pokémon verbinden sie die Demo meist direkt mit dem Hauptspiel und bieten dann kurz vor Release so eine Demo an, wo du dann noch Sachen sammeln kannst, die dann auch am Ende wirklich in das Hauptspiel übertragen werden können. Sowas ist eher am schönsten, wenn du auch noch als Demospieler irgendwas mitnehmen kannst. Das ist halt Fanservice, finde ich. Ja, das ist Fanservice. Ist. Aber das ist eben genau wieder der Punkt, das siehst du wieder genau, das ist eine speziell dafür konzipierte Demo, sag ich mal. Ja. Ja, und das ist auch. Ist gerade witzig, ich gucke gerade hier bei, weil wir jetzt gerade bei EA waren, bei dem großen, schönen Anbieter, der nette Spiele macht.
hier gibt es eine extra Rubrik, die heißt Gratis Spiele und dann kannst du entweder aufs Haus gehen oder Trials oder Demos und Betas. Und jetzt bin ich gerade bei Demos und Betas und da gibt es tatsächlich hier FIFA 17 als Demo, FIFA Super. 16, Sims 4, SimCity, Mass Effect 3 als Demo. Haben sie alles als Demos. Aber ihr seht schon, das ist sehr, sehr abhängig, ne? Wer das macht. Weil mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen. Ja. Wenn eine Xbox hat, eine 360 und den Indie-Marketplace, ja, und die Indie-Spiele kannst du alle antesten, auch alle nur ein paar Minuten, aber du kannst die alle komplett anspielen. Das ist zeitlich begrenzt. Das ist eben das, was ich so gut finde an diesen Themen, sag ich mal. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, bei Steam ein Indie-Game kaufen willst, hast du entweder Glück und es ist wirklich sogar eine Demo da, was dann aber auch meistens eher so ein Proof of Concept ist. Oder du hast halt einen Early Access. Fast immer inzwischen. Es hat aber finanziell und, super. Und das gut. EA macht's ja jetzt ganz schlau, die machen ja diesen Origin Access, ne? Ja, genau. Dieses Abonnement, wo du halt monatlich so und so viel berappst einfach, wo du zahlst dafür, dass sie dich dann hier in die neuesten Spiele reingucken lassen und so. Genau, das ist wie der Mitgliedsausweis in der Videothek. Genau, das ist wie der Mitgliedsausweis, richtig. Ja, und im Endeffekt hast du dann auch sogar so eine Art Abo. Also ich würde fast schon Richtung Netflix gehen sogar. Weil ja, ist ein Abonnement. Genau, du schließt da wirklich ein Abonnement ab. Ja, ja. Da seht ihr schon, das Ganze vielleicht jetzt der neue Schritt, der neue Weg. Man muss ja irgendwie Geld verdienen. Wenn man es schon durch DLCs nicht mehr macht oder durch irgendwas anderes, muss man das halt durch... Die DLCs sind, glaube ich, noch teuer genug. Ich meine, muss jetzt gucken, zum Beispiel PS4, PS Plus wird wieder teurer. Echt? Konsolen habe ich halt überhaupt keine Ahnung davon. Ja, die wird jetzt wieder teurer und die Spiele sind jetzt schon seit langem. Also du zahlst, wenn du Normalpreis fürs Jahr 59,99. Fürs ganze Jahr. Fürs ganze Jahr. Und dann kriegst du jeden Monat ungefähr für deine eine Konsole, für die PS4 zum Beispiel, so zwei Spiele. Wenn eine PS3 ist, kriegst du nochmal zwei. Genau, kriegst du nochmal zwei. Und wenn die PS Vita, ja. Manchmal hast du dann noch so exklusive Beta-Zugänge und sowas. Aber das ist halt alles so, weiß ich nicht. Mittlerweile ist da die Luft raus bei PS Plus, weil es kommen irgendwie immer nur so kleine Indie-Games. Jetzt diese Woche sind, diesen Monat sind Spiele drin, die habe ich schon. Okay. Und es, gut, natürlich darfst du ja nicht von dir selber abhängig machen, aber es ist halt immer so, kommt schon, ich bezahle dafür Geld. Ich meine. Fairerweise, was da auch noch das Problem ist bei diesen Spielen, dass es mit Microsoft übrigens jetzt auch angefangen, also brauchen wir jetzt, kann man jetzt wirklich über einen Kamm scheren. Kann man auch nur spielen, solange das Abo läuft. Kann sie sozusagen kostenlos in die Liste hinzufügen, während das Spiel aktuell da ist in der Liste. Ja. Das heißt, es ist halt gerade zum Beispiel. Spiel XY ist gerade jetzt in dem Monat drin, das heißt, du kannst es dir jetzt holen und kannst es dann so lange spielen, bis dein Abo ausläuft. Das heißt, die machen schon auch immer so ein bisschen Incentive, dass du das Abo behältst. Ja. Bei Microsoft ist es halt so, wenn du das Spiel hast und dein Abo läuft aus, auch nicht mehr. Nicht mehr. Xbox One-Titel sind da nicht mehr mit drin und abwärtskompatibel eben auch nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, kann man inzwischen jetzt schon auch so sagen. Okay, nee, das ist kacke. Siehst du, jetzt habe ich das, Microsoft ist doof. EA und Microsoft, ihr seid doof. Ja, wenn wir uns mal, wenn wir mal irgendwann Fame werden mit diesem Cast, Sony, Microsoft und EA, wenn wir irgendwann mal Fame werden, wir wollen von euch nicht gesponsert werden. Ja, Ubisoft-Titel sind eh doof, von denen wollen wir auch nicht gesponsert werden. Sony, hat jetzt nur der Felix gesagt, Felix spielt für sich selber, nicht für die Gruppe. Auch diese andere anhängende Fanprojekte, nein, Quatsch. Prinzipiell wäre es mal wieder cool, muss ich ganz ehrlich sagen, mal wieder ein paar ordentliche Demos von größeren Spielen zu haben, um vorher mal wirklich testen zu können. Zum Beispiel jetzt bietet sich super an Dragon Quest Builders, kommt jetzt für die PS4. Das ist ein Titel, wo man wirklich sagen könnte, man könnte eine zeitlich begrenzte Demo machen, damit die User erstmal testen können, was ist das überhaupt für ein Spiel, weil es doch ein ziemlich fremdes Genre. Es geht zwar Richtung Minecraft, aber es ist ja trotzdem irgendwie nochmal was Eigenständiges. Das wäre ja schon für die Leute hilfreich einfach. Es gibt für viele Leute, wäre es hilfreich. Eingrätschen muss. Du siehst hier wieder genau, du hast genau wieder einen, sag ich mal, hier zumindest in Westen oder halt in Europa, Nischentitel rausgesucht. Ja, ich liebe auch die Dragon Quest-Reihe, aber das ist halt wirklich... Ist es so sehr noch Nische mittlerweile? Ja, ist es. Ich kenn's gar nicht zum Beispiel. Ist so, du Noob. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier sagst, ich habe ein FIFA, das ist halt ein riesen Unterschied. Auch ein Nischentitel. Nein. Also zumindest in meinem Haushalt ist das ein Nischentitel. Ja, in meinem Haushalt auch, aber da siehst du genau, was ich gemeint habe. Eben bei den großen, sag ich mal, Ego-Shootern, Battlefield, im Titanfall und so, da hast du halt deine, sag ich mal, Beta-Phasen. Das sind dann eben die Marketing-Betas, die eigentlich... Ja. Endeffekt nichts anderes sind als, wir müssen eh mal hier unsere ganze Infrastruktur testen und dann machen wir das ja gleich und die Leute hypen wir dann gleich noch.
Richtig. Ja, richtig. Ich meine, nicht umsonst hat jetzt EA hier die Meldung rausgegeben, dass so und so viele Millionen hier am Beta-Test teilgenommen haben. Ja, das ist ja schon so eine klar, das musst du schon machen. Das haben sie aber bei Ding damals auch gemacht, bei The Division und so. Ja. Da gab es auch, lustigerweise nach diesen ganzen Open-Betas und sowas, gab es auch immer diese ganzen Hype-Meldungen. Das kriegt man ja dann gut mit, ne? So und so viel haben mitgespielt, so und so viel wurde umgebracht, keine Ahnung, so und so viel wurde erreicht. Diese Grafiken, die sie dann immer bauen. Alter, die Statistiken. Dann, ne? Ich meine, ich fand die Aufmachung von The Division, also dieses ganze Vorkonzept und sowas, gab es ja auch so ein bisschen, was konnte man da machen? Da hatte man so eine Welt, so eine Weltkarte. Ja, und da hatte man so eine Weltkarte, wo man dann sich selbst reinbringen konnte. So ein Hologramm, und konnte man erleben, wie schnell so ein Ausbruch einer Krankheit stattfindet und sowas. Ich meine, die haben dich schon ein bisschen in Bann gezogen, sowas. Aber wurde dann im Spiel... Am Ende habe ich mich nicht durchhalten lassen, weil ich habe dann gesagt, nach der Beta sagte ich dann so, also ich weiß nicht. Also hab mich einfach nicht gezogen, weißt du? Da war sei nicht traurig drum. Ist absolut kein tolles Spiel. Würde ich jetzt aber hier nochmal kurz einhaken, was nämlich auch nochmal interessant ist, wenn man jetzt die unterschiedlichen Varianten, sage ich mal, einer Demo-Version sieht. Da ist nämlich das Problem, was jetzt eben die Alpha oder Beta hat, dass sich eigentlich da immer noch Sachen großartig ändern und auch ändern werden. Heute sogar mal mit Ton. Ich gehe kaputt. Ja, Wahnsinn. Oh. Felix. Ja, du darfst noch weiterreden, Lars. Keine Angst. Ich würde nur sagen, dass sich halt da Sachen wirklich noch ändern. Dass es eigentlich gar keine gescheite Demo ist, sondern halt wirklich im Endeffekt eine Alpha oder Beta, wie es halt so schön heißt. Ja, das heißt, du hast eigentlich, es steht sogar jedes Mal dran, wenn du die Alpha und Beta startest, dieses Produkt ist noch nicht final und es kann den Eindruck noch ändern. Das ändert sich dann meistens und das Level, was man in der Demo gespielt hat, kommt überhaupt nicht mehr drin vor. Zum Beispiel. Das wurde dann wegrationalisiert, weil der Lead-Designer gekündigt hat oder irgendwie sowas. Genau, mittendrin mal schnell. Das komplette Team ausgewechselt. Was ist denn eure liebste Form der Demo? Darf ruhig auch sein, keine Ahnung, online, offline, Multiplayer, liebste Solo. Liebste Form der Demo. Ernste Demo, sag ich mal, wo du wirklich sagen kannst, was, wo ich dann wirklich auch was davon habe. Da würde ich gerne kurz anfangen. Meine liebste Demo ist eigentlich eine Demo, die mir zeigt, was das Spiel alles kann, mir aber nicht zu viel zeigt, also mich häppchenweise ranführt, aber die auch Wiederspielwert hat, die man gerne mal wieder spielt, bevor das finale Spiel rauskommt. Ja, da schließe ich mich Felix direkt an. Genauso wäre es für mich eigentlich perfekt. Ja, also im Endeffekt sowas, was es leider heutzutage fast gar nicht mehr gibt, oder? Genau. Schon richtig? Nee, leider nicht mehr. Genau so. Ich überlege gerade, ich glaube sowas wie, ich glaube Half-Life 2 hat das gemacht mit der Lost Coast. Okay, keine Ahnung, Half-Life 2 nie gespielt. Oh Gott. Lost Coast kam aber auch eben raus, nachdem Half-Life 2 schon draußen war. Also kann man gar nicht so direkt ziehen. Und ich weiß nicht, vielleicht unsere Hörer, vielleicht haben die eine Ahnung noch, aber ich würde auch sagen, am schönsten ist wirklich, wenn es so ein bisschen Mehrwert gibt, was vielleicht eben nicht im Hauptspiel drin ist, dass man wirklich die Demo eigen sehen kann. Ja. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Eigenes Kapitel oder irgendwas, das ist dann immer wirklich toll. Oder so eine Art Vorgeschichte zum Hauptspiel. Zum Beispiel. Das kommt als DLC. Aber. Kannst du nicht als DLC. Hallo? Das ist verlorenes Kapital. So. Dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle ist dann finito. Wir haben genug über Demos geredet. Wir haben nur gequatscht. Also. Ich würde sagen, wenn ihr uns eure Lieblingsdemos und eure liebste Form der Demo und eure Erinnerungen in die Kommentare schreiben wollt, sei es auf Twitter, YouTube, Facebook, auf Lars blanken Hintern, könnt ihr gerne überall niederschreiben, ausschließlich, nur weil Lars nicht so viel Text verwendet, der ist ganz dünn. Dann schreibt uns das wirklich drunter, was so eure Sachen waren. Es wird echt ein bisschen mal interessieren, weil ich habe nicht mehr so die Erinnerungen an früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich noch zu klein. Was heißt zu klein? Ich war klein. Ich war 5. Ich war schon ein PC-Kind, mit dem C64 so angefangen und so. Aber ich hatte dann auch mal eine Pause zwischendrin, wo ich dann eher wieder das Waldkind war, sage ich mal. Ja. Waldkind? Ja, Waldkind, genau. Ich war nicht so der Stubenhocker und Programmierer. Also warst du mehr der Pilzesammler? Ja, ich war eher Wildschwein erlegt. Der Überleber. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss und kommen auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, hab mich auch sehr gefreut. Schönen Gruß an alle und ich möchte gerne noch jemanden grüßen und zwar meine Mama. Danke, das ist deine Mama. Ich dachte schon Schmulrosenzweig. Schmulrosenzweig grüße ich dann bei der Sonderfolge der 10. Bei der du nicht teilnimmst. Da bin ich ja gar nicht eingeladen. Genau. Ich werde ihn für dich grüßen. Nee, darfst du gar nicht. Darfst du nicht. Darf ich nicht, okay dann. Schmul, tut mir leid. So, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch Haut rein. Guten Morgen, schönen Abend oder was auch immer. Tschüss. Tschüss.